Grüß Gott. Hallo. So. Auf eine Hüppe mit Dieter Bachmann. Ja. Jetzt bin ich ein Freund von dunkler Schokolade. Ich glaube, die hat es jetzt nicht dran. Die haben wir jetzt nicht da, aber wir haben natürlich mit dunkler Schokolade mit einem Cacao Nacional aus Ecuador, einen 60-prozentigen. Was können Sie denn empfehlen? Es hat ja so viele. Es ist alles, wir sind natürlich enorm viele, große Fülle von verschiedenen Variationen. Eine, die man ein bisschen weniger kennt, das ist mit Milchschoki, die vor allem im Tourismusbereich ist. Das ist nicht die Rot, weil die Rot ist mit Praline gefüllt. Wir haben aber auch Spezialitäten mit Kokos, mit Amaretto, mit Irish Cream, also ganz neu. Sind die denn jetzt unter Ihrer Ägide alle entwickelt worden oder gab es sie schon vorher? Ja, es hat sicher auch schon Ansätze vorher gegeben und gewisse sind jetzt auch in den letzten paar Jahren entwickelt worden. Jetzt müssen wir mal ganz kurz zurück in die Geschichte. 2008 war für Sie ja ein besonderes Jahr. Ja. Da sind Sie mit, glaube ich, 36 oder 37 Jahren hier ins Unternehmen eingestiegen. Ja. Das war für Sie was komplett Neues? Für mich persönlich ist es völlig etwas Neues. Ich habe keine Ahnung von der Nahrungsmittelbranche. Und wir haben den Verkaufsvertrag 8.8.08 unterschrieben. Also ein schönes Datum. Ist auch gerade die Olympiadeneröffnung in Peking. Wenn man weiß, dass Sie mal eine Augenoptikerlehre gemacht haben, sich dafür aber nicht entschieden haben, sondern BWL und Marketing studiert haben. Marketing macht ja dann schon mehr Sinn, dann später mal ein Unternehmen zu leiten. Und dann plötzlich Nahrungsmittel. Was haben Sie denn hier vorgefunden vom Herrn Brauchli? Also, was ich vorgefunden habe, ist natürlich ein wunderschönes Unternehmen mit einer langjährigen Tradition, mit einem wunderbaren Produkt, das sehr gepflegt worden ist. Da ist natürlich eine hervorragende Ausgangslage auch, wir haben Geschichten zum erzählen, wir haben ein Produkt, wo einzigartig ist in dieser Art und Weise, wie wir es produzieren. Und das ist natürlich eine ganz tolle Chance gewesen für mich, in so etwas einzusteigen und jetzt kommen. Und was natürlich auch wichtig war, ist, ich habe ganz tolle Mitarbeitende gehabt, die auch ihr Fach und Fachwerk ganz gut verstanden haben. Und das war für mich eine Voraussetzung, zu meinen Betrieben zu gehen, dass die Leute, die dort sind, das können, was sie machen. Und ich einfach einen Zusatz kann bringen, der vielleicht dem Unternehmen in dem Moment gefehlt hat. Wie groß ist denn das Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter hat es denn? Das ist noch schwierig zu beantworten. Ich weiß es selber nicht ganz. Also wir sind etwa 30 Leute in der Produktion. Plus dann haben wir aber noch Kaffees, wir haben ein Degustationsteam, wir haben im Hotel noch Leute. Ich schätze summa summarum so über das Gesamte sind so irgendwie 70 Leute plus minus. Und dann aber meistens in der Produktion und Verpackung oder haben Sie dann auch noch andere Leute in anderen Teilbereichen? Ja, wir haben ein Degustationsteam, wir haben in den Kaffees natürlich einen Haufen Leute, wir haben im Winterthur nochmal ein Kaffee, wir haben jetzt in Neuem eben, wir sind mal beim Hotel Kron ein bisschen dabei. Es gibt noch ein Kaffee in China, in Guangzhou. Da sind so ein bisschen, überall sind Leute ein bisschen mitbeteiligt, aber da am Standort sind es etwa um die 30, 35 Leute in der Produktion. Ja, plus Marketing. Jetzt habe ich hier so ein dunkles erwischt. Das ist ja prima. Das ist genau, jetzt haben Sie das Dunkles bekommen. Was ist denn jetzt das neue Produkt? Wie heißt das, Tartuffi? Oder? Wir haben ganz neue, natürlich verschiedene. Das neueste sind Tartuffi, weiße und mit ein bisschen Fleur de Sel und dunkle Tartuffi. Wo ganz leichte Hüppenschraps hat. Also das ist das Biscuit, das wir haben, wo wir ganz viel vermahlen haben und dann in die Tartuffi eingefügt haben. Und das ist im Moment absolut der Renner. Wir haben das eigentlich nur für uns produzieren, wird komplett von Hand gemacht. Aber im Moment sind wir fast immer out of stock. Also das heisst, wir müssen immer wieder noch produzieren, weil es relativ schnell ausverkauft sind. Wenn Sie jetzt mal Ihre Hüppen sehen, es ist doch ein Premium-Segment. Aber es ist hier in der Umgebung rund um Kreuzlingen ja eigentlich bekannt wie ein bunter Hund. Also jeder kennt die Hüppen. Wie weit kennt man denn die Hüppen? Bis wohin? Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir sind sicher in der Ostschweiz recht präsent. Und in der ganzen Schweiz gibt es noch Potenzial, sagen wir es so mal. Also es hat sicher Städte, grosse Städte, die man uns nicht so kennt, wo man vielleicht jetzt im Marketing wieder etwas nachholen muss. Also ich denke, so eine ganz hohe Zeit, wie ich so aus den Erzählungen höre, sind so 70er, 80er Jahre, wo man wirklich praktisch mehr Nachfrage hatte als Angebot. Also man konnte quasi entscheiden, wer beliefert man. Und wir sind wieder an dem am Arbeiten. Was sind Ihre Visionen? Wo geht Gottlieber Hüppen hin? Ja.
Also wir sind so, also wir müssen sicher in der Schweiz noch wachsen. Eine Strategie ist sicher mehr auch in Direktverkauf gehen, auch im Ausland. Also das heisst, wir sind eher das Premium-Produkt, ich würde sogar sagen, ein Luxusprodukt. Jeder kann uns vermögen, aber es ist doch eher ein Produkt, das ein bisschen mehr kostet als ein Mars oder ein Rider, ein Twix oder so. Und das heisst jetzt im Ausland auch natürlich erschwert mit dem Euro-Kurs, also sind wir eher ein teures Produkt. Und darum wollen wir eigentlich nicht gross in andere Shoppingcenter oder Discounter gehen, sondern wir wollen mit, man kann sagen, wir gehen mit Produkten in Länder, aber wir wollen mit Konzepten in Städte gehen. Also wir haben so ein Kaffee plus Shop-Konzept, das wir fahren, wie wir es jetzt hier in Gottlieb haben. Wir haben das aber auch in Winterthur, in Guangzhou, in China. Und wir wollen mit dem Konzept in andere Länder gehen. Und da sind wir auch offen, mit Franchising zu reden. Also wir haben jetzt in Dubai Partner, die das eigentlich wollen, auf eigene Risiken betreiben und wir im Franchise eigentlich quasi das Konzept geben, den Namen geben, die Marke geben, aber Produkte werden immer noch da produziert. Also Sie haben im Internet, auf Facebook, so schöne Videos drin, wie Leute, die Hüppen essen. Ja. Also es gibt verschiedene Typen. Hüppentypen, ja. Hüppentypen. Ja, ja. Das hat mich so inspiriert. Können Sie mir nicht mal kurz demonstrieren, die unterschiedlichen Hüppentypen? Ich weiß es sehr schon nicht einmal auswendig, aber wir haben das einfach da so aus Schalk in die Kamera gemacht. Und es gibt den sogenannten Kaffler. Der sucht da den Ansatz von der Hüppe und kann halt schön sicher so durch. Ja. Bis zu der Essenz, zu der Schoki. Mhm. Das ist Typ Nummer 1. Genau. Okay. Dann gibt es den puristischen Esser. Und quasi. Der verschlingt. Mhm. Jetzt kann ich nicht mehr reden. Ja. Jetzt wollen Sie ein bisschen unterhalten, bis ich Schluck habe. Wissen Sie was? Ich mache mit. Ich mache einfach mit. Ja. Also normalerweise hat er zwei Biss. Ja. Tunen. Mhm. Ich habe mal ein Gespräch mit dem Einkaufschef von einer ganz grossen deutschen Discount-Kette. Und dann habe ich so eine Hüppe gegeben zum Essen. Und der hat gemacht, da, in zwei Schritten hat er sie drinnen gehabt. In zwei? Und dann haben wir gesagt, Sie müssen das genießen. Und er hat gesagt, ja, das macht dann mein Magen. Also kein richtiger Genießer. Aber man bekommt die Hüppe ja auch nicht in einem Stück rein. Dafür ist sie zu lang. Das ist schwierig, ja. Oder es gibt den, der die Hüppe aussaugt. Also quasi warm aussaugt und dann eigentlich nur einen Teil des Papiers noch so ranlässt. Mhm. Und dann kann er da das Papier wegblasen. Das ist auch so ein Hüppentyp. Ich habe keine weiteren Fragen. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Was hätte ich Sie noch fragen sollen? Keine Ahnung. Also jetzt haben wir dann Weihnachten. Das ist unsere wichtigste Zeit. Also wir haben fast 60% vom Umsatz haben wir jetzt, in der jetzigen Zeit. Also Sie können mir etwas Schnee wünschen. Und natürlich, was mir wichtig ist auch zu sagen, ist, dass natürlich hinter einem Unternehmen immer sehr viele Mitarbeitende stecken und mit sehr viel Herzblut. Also die meisten Mitarbeitenden, die arbeiten 5, 10, 15 oder 20 Jahre oder noch länger bei uns. Das ist sehr, sehr wichtig. Ohne die ginge es nicht, auch wenn man gute Ideen hat. Und natürlich auch, wir haben ganz tolle Kunden, schon seit Generationen. Und auch ohne die Kunden geht es nicht, natürlich. Herr Bachmann, vielen, vielen Dank Gerne. Für das Gespräch. Danke vielmals für Dankeschön. Den Besuch. Dankeschön. Ja.